Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben heute 3 Updates und 15 neue Mods zu besprechen. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Melvin, Lothar, CHB Guru, Jonas, Michael und Dende für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Bitte vergesst nicht heute Abend um 19 Uhr den Livestream, wo wir versuchen, mit einer Großaktion genügend Stroh zu gewinnen, um 3000 Kühe übers Jahr füttern oder versorgen zu können. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates. Und zwar haben wir zum ersten das Schmierfett-Add-on von Didi Mod Passion, Downloadgröße 6,45 MB in der Version 1.3 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Die Standard-Mods wurden mit Update 1.3 aktualisiert und die Kompatibilität der Mods wurde überprüft und verbessert. Das nächste Update ist für die anhebbare Paletten und Big Bags, kommt von Joss, Downloadgröße 2,4 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Möglichkeit hinzugefügt, anhebbare Produktionspaletten beim Händler zu kaufen, Möglichkeit hinzugefügt, verschiedene Liftable Paletten beim Händler zu kaufen, Möglichkeit hinzugefügt, anhebbare Big Bags beim Händler zu kaufen, Möglichkeit hinzugefügt, anhebbare Big Bags und Paletten beim Händler zu kaufen, ein 2000 Liter Milchtank hinzugefügt und Modnamen wurde geändert. Das letzte Update für heute ist für den Produktionsinspektor, kommt von JT Sage, Downloadgröße 28 KB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Tastenkombinationen zum Ein- und Ausschalten von Anzeigen hinzugefügt, Option um die Anzeige von Prozentsätzen und Füllstätten unabhängig voneinander umzuschalten hinzugefügt, Option der Modi für die Produktionsausgabe anzuzeigen hinzugefügt, Sortierung nach Namen und Ausblenden von Produktionspunkten, Tierstellen und Silos, die mit einer Unterstrich enden hinzugefügt, Option zur Begrenzung der Anzahl von Produktionspunkten, Tierstellen und Silos hinzugefügt, Option zum Ändern der Textgröße hinzugefügt, Animal Inspector und das neu erstellte Silo hat zu diesem Inspektor hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar ist das der Eicher 2090T, kommt von Tobi Farming, Downloadgröße 16,13 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit 70 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 100 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 3,6 Tonnen und der Preis 45.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Friedestein und Trelleborg. Es kann ein Frontlader hinzugebaut werden, entweder von Stoll, Quickie oder Hauer. Dann gibt es die Motorenausführung, der 2070 mit 70 PS, den 2080 mit 80 PS, den 2090T mit 90 PS, den 2100T mit 103 PS. Dann gibt es noch eine aufgedrehte Variante davon, das ist der 21er T, das ist dann aufgedreht auf 120 PS. Der Krone Swadro 395 kommt von BGamer003, Downloadgröße 5,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Schwader kommt mit einem Gewicht von 550 kg, braucht 35 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 9000 Euro. Beim Design kann hier die Stütze vertauscht werden mit einem Stützrad oder dann wieder zurück zur Stütze. Der Noli 8P, der kommt von Langreo Modding, Downloadgröße 5,02 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Einzelkorn-Seemaschine kommt mit einem Volumen von 600 Litern für Saatgut, wiegt 1,6 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,6 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 8000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Elho LK215, dieser kommt von Farmarie 99, Downloadgröße 4,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Silageverdichter mit einem Gewicht von 400 kg,
braucht 80 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und kostet 5.500 Euro. Ich bin ein bisschen verwirrt über die Füllmenge von 3.500 Litern. Wenn wir zurückgehen, soll er alle Fülltypen annehmen. Ich glaube, das muss hier ein Fehler sein. Falls ich mich irre, dann bitte gerne einen Kommentar unter das Video setzen, um mich zu belehren. Dann kann ich auch noch was dazu lernen. Dann beim Design gibt es die Möglichkeit, von Standard zu ändern auf ohne Schutzbügel und wieder zurück. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Grün. Wir kommen zum MTZ 1221, kommt von Rus Agro T, Downloadgröße 47,32 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Traktor kommt mit einer Leistung standardmäßig von 130 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 135 Litern, 35 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 5,9 Tonnen. Der Preis 32.000 Euro. Die Modifikationsmöglichkeiten, die wir hier haben, und haben wir einmal den MTZ 1221 Sarex, dann haben wir den 1221.2 und den MTZ 1221.3 Tropic. Das ist dann mit einer anderen Motorhaube. Die Reifenhersteller gehe ich nicht wirklich durch, weil ich es nicht vorlesen kann. Dann gibt es beim Dashboard die Möglichkeit zu sagen Design 1, Design 2, Design 1 und Design 2, das ist das 2, es scheint ein bisschen moderner zu sein. Dann beim Frontgewicht gibt es die Möglichkeit von 440 Kilo, 450 Kilo oder 0 Kilo, 360 Kilo und 440 Kilo. Das sind also die Möglichkeiten, die wir hier haben. Dann bei der Beleuchtung haben wir die Möglichkeit von Design 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Möglichkeiten. Beim Luftfilter haben wir einmal Standard und Top. Na, das ist dann hier dieser Luftfilter hier. Bei den Spiegeln haben wir die Möglichkeit zwischen Design 1 und Design 2 zu wählen. Dann beim Dach haben wir die Möglichkeit zwischen Standard und der Export-Version. Beim Scheibendesign haben wir entweder Nein, getönte Scheiben, Design 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder nein. Dann die Rundumleuchten haben wir verschiedene Möglichkeiten. Design 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12er Version. Dann können wir einen zusätzlichen Kraftstofftank hinzufügen und zwar von Standard zu Kapazität 245. Das erhöht dann auf 245 Litern und das Gewicht steigt auf 6 Tonnen. Oder zurück zu Standard. Dann kann ein Frontlader angebaut werden und zwar einmal MP-Lift oder keinen. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser entweder Blau-, Rot- oder Orange-Palette und noch dem zusätzlichen Grün. Wir kommen zum Lizard 8 Ballenanhänger. Der kommt von Castor, dem Deutsch-Schweizer Agrarservice. Downloadgröße 4,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Ballenanhänger mit der Kapazität von 18 Ballen im Umfang von 125 bis 180 cm, wiegt 1,2 Tonnen und kostet 3.500 Euro. Hier gibt es die Möglichkeit, bei der Autoload-Konfiguration zu ändern von Standard auf Autoload-Funktion oder wieder zu Standard. Und die Designfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich den Rahmen. Wir kommen zum Meproset PN20. Der kommt von Kawa und LSF. Downloadgröße 10,84 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Volumen von 2,4 Kubikmetern, einem Gewicht von 1,9 Tonnen, braucht 20 PS, hat eine Streuweite von 6 Metern, 14 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 4.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian Tires, Lizard, BKT und Trelleborg. Dann gibt es eine Abdeckung, entweder Nein oder Ja. Das ist diese Abdeckung hier vorne. Dann gibt es die Möglichkeit, Aufkleber anzubringen. Und zwar einmal PN20 links, dann rechts, links und rechts. Da gibt es diese Möglichkeiten hier. Dann gibt es die Möglichkeit, Meproset, und zwar beidseitig. Und natürlich wieder zurück zu keinem Aufkleber.
Dann beim Warnaufkleber gibt es die Aufkleber Version 1 oder kein Aufkleber. Das ist dann hier kaum zu erkennen. Und der zweite Warnaufkleber, der ist hier oben zu erkennen. Dann kann noch ein Schlauch hinzugefügt werden. Der ist aber allerdings nur rein dekorativer Natur. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Dann können die Räder geschützt werden durch einen Kotflügel. Dann gibt es noch ein Warndreieck, das angebracht werden kann. 1, 2 oder kein Dreieck. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Palette. Die Designfarbe aus derselben Palette. Die Farbe der Radnaben kann auch aus derselben Palette ausgewählt werden. Farbe der Aufkleber natürlich auch. Und natürlich die Felgenfarbe kann auch entsprechend ausgewählt werden. Wir kommen zum Aguas Tenias Plattform Anhänger Pack. Das kommt von Hispano, Downloadgröße 30,6 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit 4 verschiedenen Bahnenwagen. Wir gehen hier nur den einen durch, weil die Angaben gelten für alle 4 Modelle. Und zwar kommt der größte mit der Kapazität von 42 Ballen, entweder von 125 bis 180 cm Rundballen oder 180 cm bis zu 140 cm Quaderballen. Das Gewicht ist bei 4,7 Tonnen und der kostet 31.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Continental, Michelin, Nokian, Bredestein und Trelleborg. Das Design kann geändert werden zwischen Standard und Aufbau 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann kann entschieden werden, ob hier ein manuelles Laden vonstatten gehen soll. Entweder manuelles Laden oder Ballen automatisch laden oder automatisches Laden von Paletten und das zurück dann wieder zum manuellen Laden. Dann die Kopplerkonfiguration haben wir die normale Kupplung, der Stift und einmal die Kugel. Und bei den Autoload-Funktionen haben wir die Paletten-Autoload-Konfiguration entweder für 30 oder 60 Euro Paletten. Und die Farbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe ebenso und die Felgenfarbe natürlich auch. Diese Anhänger, die haben wir schon mal gesehen, und zwar nur als Ballenanhänger. Jetzt ist die Funktion hinzugekommen, dass eben auch Paletten geladen werden können und zwar eben auch automatisch. Die einzigen Unterschiede sind natürlich die Größe dieser Anhänger. Der zweitgrößte, der nimmt dann 36 Ballen, auch in denselben Größen wie vorhin. Der zweitkleinste, der nimmt 32 Ballen mit den identischen Größen. Und natürlich der kleinste mit 28 Ballen. Der Preis liegt zwischen 15.500 und 31.500 Euro. Wir kommen zum Lizard Eigenbau Abschleppwagen. Der kommt von Agrotron Modenk, Downloadgröße 5,64 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pickup mit dem Böckmann Tieflader mit der Leistung von 300 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 120 Litern, Maximalgeschwindigkeit bei 120 km/h, das Gewicht liegt bei 2,6 Tonnen und der Preis 35.000 Euro. Die Reifenvarianten können gewählt werden zwischen Standard, Standard 2, Standard 3, 4 und wieder zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe ebenso. Wir kommen zum B-Train Baumwollballen Autoload Anhänger. Der kommt von SR Vertex, ZT Modding, Agrotono, Downloadgröße 9,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen dieser Auflieger, um Baumwollballen transportieren zu können, in zwei verschiedenen Versionen. Einmal den Baumwollanhänger vorne und einmal den Baumwollanhänger hinten. Der Baumwollanhänger vorne ist in der Lage, 9 Rundballen der Baumwolle aufzunehmen, wiegt 10,9 Tonnen und der Durchmesser der Baumwollballen soll bei 238 cm sein. Der Preis 15.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Lizard. Dann die Position der Beleuchtung kann geändert werden, und zwar zwischen Design 1 und Design 2. Das ist also hier hinten.
Dann gibt es die Funktion Autoload, entweder Autoload ja, und da wird ein Hinweis gemacht, bitte keine Spanngurte verwenden, oder Autoload aus. Dann bei der Beleuchtung gibt es Design 1, Design 2, Design 3, 4 und wieder zurück zum Design 1. Ballenteile gibt es Design 1, Design 2 oder Design 1. Das sind diese beiden, die ausgewählt werden können. Dann gibt es die Möglichkeit, Spanngurte hinzuzufügen, entweder ja oder nein. Und auch hier wird der Hinweis gemacht, Spanngurte nicht mit Autoload verwenden. Also wenn ihr Autoload-Funktion habt, bitte die Spanngurte nicht verwenden. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer sehr großen Palette. Die Fahrgestellfarbe ebenso. Die Ballenhalter können auch aus derselben Palette gewählt werden. Und das Seitenschild natürlich ebenso, sowie auch natürlich die Felgenfarbe. So kann man ein richtig schönes Disco-Mobil erstellen. Dann kommt der Baumwollanhänger hinten. Der wird dann einfach an den anderen angehängt, damit man einfach zwei große Anhänger hat. Dieser ist dann in der Lage, 11 Ballen zu transportieren. Alles andere bleibt identisch. Grundpreis 12.500 Euro. Auch hier gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, aber die sind absolut identisch mit dem vorderen Teil. Wie ihr hier seht, habe ich hier beide zusammengehängt. Also einmal erst den vorderen und dann den hinteren Anhänger. Und ich habe auch versucht, nur den hinteren Teil zu verwenden, quasi als alleinstehender Anhänger. Das funktioniert also auch. Man muss also nicht den Road Train machen. Man kann auch tatsächlich nur den hinteren Anhänger dann nehmen, der dann auch 11 Ballen transportiert. Wir kommen zum Saatkartoffel Bauernhof. Dieser kommt von Dazet, Downloadgröße 16,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Mod mit einer ganzen Reihe an verschiedenen Elementen. Und zwar ist es im Prinzip dafür gedacht, dass man aus Kartoffeln verschiedene Produkte herstellen können. Zum einen haben wir den Kartoffelschuppen mit Sortieranlage, das ist also dieser hier. Ausgestattet mit 3 ULO-Kühlschränken werden die Kartoffeln bis zum Beginn der Verarbeitung im frühen Winter gelagert. Die Sortieranlage sortiert die Kartoffeln in 3 verschiedene Größen. Abfall, Saatgut, das im nächsten Jahr als Saatgut verwendet wird, und Premium-Kartoffeln, die für den menschlichen Verzehr verkauft werden. Preis 175.000 Euro. Das ist also dieses Gebäude hier. Dann kommt die Produktion von Kartoffelsäcken. Das ist also dieses hier. Diese All-in-One-Produktion ermöglicht das Entleeren von Kartoffelkisten und das Umpacken in Big Bags für Kartoffeln, also für die Saatkartoffeln, oder 25 Kilo Säcke für die Premium-Kartoffeln. Na, das ist also hier, kann dann im Prinzip die Kartoffel aus den Paletten quasi umgefüllt werden, entweder für die Aussaat oder eben zum Verkauf. Diese beiden Elemente finden wir im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Im Baumenü unter Hallen finden wir die Erweiterung des Kartoffellagers. Wir können also hier mit diesem Anbau quasi die Produktionsstätte erweitern. Also wir kriegen dann einfach mehr Kühlräume. Erweiterung des Kartoffelschuppens bietet zusätzliche 3 ULO-Kühlschränke und einen offenen Arbeitsbereich für tägliche, für zusätzliche Produktionen oder die Lagerung von Maschinen. Dann gibt es noch die Erweiterung des Kartoffellagers mit Werkstatt. Bietet zusätzliche 3 ULO-Kühlschränke und einen offenen Arbeitsbereich für zusätzliche Produktionen oder Maschinenlagerung zusammen mit einer Werkstatt. Also, das ist im Prinzip diese Halle hier mit den 3 Kühlschränken, die hier zu sehen sind. Das sind diese hier. Und hier haben wir dann den Werkstatt-Trigger. Also hier kann man reinfahren. Muss man hier reinfahren, hier zum Trigger. Und dann hat man hier die Werkstatt. Ein weiteres Element, das dazu kommt, ist der Farmers Market erweitert. Das ist dieser hier. Der nimmt alle Standardprodukte an, aber auch zusätzlich die entsprechenden Kartoffeltypen, die wir bisher gesehen haben. Also wir können hier die Saatkartoffeln verkaufen, wir können die Premium-Kartoffeln verkaufen und wir können natürlich auch die Abfallkartoffeln verkaufen hier.
Das nächste Element ist der Supermarkt erweitert. Das ist dasselbe, nur einfach in einer größeren Ausführung hier. Und zu guter Letzt als Gebäude haben wir noch die zusätzliche BGA, die dazu gekommen ist. Und zwar ist das die BGA 99 Kilowatt erweitert. Das ist diese hier. Die macht dann aus den Abfallkartoffeln die entsprechenden Nebenprodukte wie Gärreste, Methan und Energie. Und zu diesem Pack kommen noch verschiedene andere Werkzeuge dazu. Einmal die Kartoffelkiste, die nimmt dann 2000 Liter Kartoffeln auf. Die kann auch andere Sachen aufnehmen. Dann gibt es den modifizierten Grimmel, der nimmt dann 20.000 Liter entweder Zuckerrüben oder Kartoffeln auf. Der kann dann natürlich benutzt werden, um die Sortierungsanlage zu betreiben. Dann gibt es hier einen Gruber, der zusätzlich hinzukommt, den HK25 mit Flüssigdünger von Nordstein. Das heißt, beim Gruben kann man direkt Flüssigdünger in den Boden reinbringen. Dann gibt es den Krautschläger, der entfernt das Kraut, bevor die Kartoffeln geerntet werden können. Das ist dieser hier, der ist umgewandelt. Das ist der TMC Cancella. Der wurde ja als Mulcher verwendet und hier wird er umfunktioniert, eben zum Entfernen von dem Kraut. Dann gibt es noch zwei Saatmaschinen, und zwar einmal die Grimme GL420. Die hat dann ein Volumen von 2665 Litern Kartoffeln, Arbeitsbreite 3 Meter. Und dann haben wir noch den Kompakter, der hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, hat ein Volumen für 8000 Liter Kartoffeln und braucht 170 PS. Die neuen Produkte und Paletten. Die Abfallkartoffeln haben einen Preis ausgehend von der Standardkartoffel von -70%. Die Saatkartoffeln sind gegenüber der normalen Kartoffel unverändert im Preis. Die Premiumkartoffel ist gegenüber der Standardkartoffel mit +40% verkaufbar. Die Saatkartoffel in Säcken hat einen zusätzlichen Preisbonus von 12%. Die Premium-Kartoffeln in Säcken zu 25 Kilo hat einen zusätzlichen Preisbonus von 63%. Das ist endlich etwas, was wirklich etwas ganz Neues an die mit der Kartoffel oder zu der Kartoffel bringt. Die Kartoffel hat bisher wirklich so ein bisschen gelitten darunter, dass man nicht wirklich was damit anfangen konnte, bis natürlich ein paar Mods gekommen sind, wo Kartoffelsalat oder Pommes und so weiter hergestellt werden können. Aber das gibt der ganzen Kartoffelsache eine ganz neue Dimension. Also das heißt, man kann hier definitiv ja etwas Neues starten damit. Wir kommen zu der Kalkproduktion durch Steine. Diese kommt von FSPT, Downloadgröße 2,86 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieses Teil hier, kostet 5000 Euro und macht natürlich aus Steinen Kalk, und zwar hier in dem Verhältnis von 1000 Steinen gibt es 3000 Einheiten an Kalk in einem Zyklus von 480 Zyklen pro Monat. Produktionskosten pro Monat 120 Euro. Dann kommen wir zum Gülle- und Gärreste-Trocknung. Und zwar kommt dieser von Andreas K85 vom Deutsch-Schweizer Agrarservice. Downloadgröße 7,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das diese Produktionsstätte hier. Kostet 50.000 Euro zum Platzieren und 50 Euro Unterhalt pro Tag. Hier kann aus Gülle- oder Gärresten Mineraldünger hergestellt werden. Also 1000 Einheiten an Gülle oder Gärresten gibt 500 Einheiten an Mineraldünger. 240 Zyklen pro Monat und die kosten 48 Euro pro Monat. Wir kommen zu den platzierbaren Randsteine und Blumendepot von Agradani. Downloadgröße 0,33 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese sind zu finden natürlich im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Bordsteine quasi platzieren zu können. Verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Größen, Längen, Höhen. Gibt es einen Blumentopf, der hingestellt werden kann, einen Gulli. Verschiedenste Möglichkeiten zum Preis von 50 bis 200 Euro oder 400 Euro pro Stück. Das sind diese hier.
Wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das der Pferdestall mit Paddock. Der kommt von Sir Sim, Downloadgröße 5,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Tiere und Pferde. Das ist dieser hier. Kostet 119.500 Euro, bietet Platz für 8 Pferde. Produktionskosten pro Tag sind 100 Euro. Ah, das ist dieser hier. Kann natürlich die Toren aufgemacht werden. Das sind diese hier. Hier wird das Futter angenommen. Das sind dann die Paddocks. Hier gibt es ein kleines Büro. Hier kann Licht angeschaltet werden im ganzen Stall. Das ist dann die Pferdewiese. Die hat einen anderen Zaun bekommen und eben die Paddocks. Hier. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute, die im Giants Mod Hub heute freigegeben worden sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Holt euch doch das Abo ab, wollt ihr keine neuen Mod-Vorstellungen verpassen und auch keiner der anderen Inhalte, die auf diesem Kanal präsentiert werden. Ich mache mich jetzt bereit zum Livestream. Wir sehen uns morgen wieder mit den neuen Mods übers Wochenende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen. Danke, tschüss und hasta luego.